Ja, damit stehen nach und nach die Offiziere, Kapitäne und Magister auf, geben euch nach und nach die Hand und verlassen dann mit ihren stapfenden Stiefeln die Kajüte. Ich glaube, das ist. Manzanares als Albino erinnert dich natürlich auch an deine eigene Albino, die ihr damals angeworben habt. Er war jetzt sehr still und hatte ein rotes Glas auf dem Auge, damit dann seine eigenen roten Augen auch nicht zu sehen sind. Aber sein albinohaftes Gesicht hat dich natürlich schon auch das ein oder andere Mal angezogen, Sulamin. Ja, Zulamins Blick folgt ihm so ein bisschen, aber sie sagt nichts und sie denkt auch dran, dass Sanin kein Vollidiot ist. Das ist dann der Mudar, das Almanach al-Warjin, der erste Magister von Rafiki ibn Rahmani. Usmagena wäre dann die erste Magisterin von Sanin gewesen und Deirdre war, wie gesagt, alleine dort. Ja, stapfen dann vom Bord und ihr könntet alleine zurückbleiben und dann die Nachtruhe irgendwann beginnen. Gut, dann, wie gesagt, die Frage. Abelmir wollte aufbrechen in Richtung Satinath-Tempel. Ronka trägt ein paar Sachen noch. Zulamin, 24 Stunden. Du wolltest zu Kariana Bint El Kopa gemeinsam mit Rafim Korsun. Boltax begleitet dich und Serpentilio. So könnt ihr über den Hafen, über die verschiedenen Stege laufen in Richtung der Schlangeninsel. Lasst euch einmal mit dem Floß wieder rübertragen. Und steht dann nach einigen Augenblicken wieder in dem Schlangenhaus, wo ihr die verschiedenen etwas wärmeren Gruben erkennen könnt, mit den vielen, vielen Schlangen, die dort links und rechts um euch herum liegen und ja, teilweise gehäutet vor euch liegen oder ja, sich gerade ringeln, aus irgendwelchen Eiern herauspulen. Und könnt dann auch wieder in einem der abgedunkelten Stoffecken Kariana Bint El Kopa erkennen, die dort noch immer ist und nicht ihren Platz in der Bibliothek bezogen hat, zumindest noch nicht. Seid gegrüßt, Kariana. Wie geht's mit euch? So schnell wieder hier? Keine Sorge, wir wollen euch nicht wegen der Bibliothek behelligen. Wir dachten nur, dass ihr uns vielleicht in einer Sache Informationen oder vielleicht sogar Unterstützung geben könntet. Der Satinav-Tempel ist zusammen mit einem Satuaria-Tempel gebaut. Könnt ihr mir sagen, was für eine Verbindung zwischen diesen beiden Entitäten besteht? Nicht wirklich. Die beiden Tempel stehen sehr viel länger als ich lebe dort. Und die nun, Tempel wurden selbstverständlich allesamt früher außerhalb der Stadt gebaut. Ein Achascher Urglaube nach den Khanga. Warum sie allerdings zusammengebaut worden sind, erschließt sich mir nicht. Nun, es ist gewissermaßen so, dass wir ein Anliegen an Satinav haben und uns fragten, ob es in diesem Fall vielleicht gut wäre, sich auch der Gunst Satuarias zu versichern. Habt ihr dazu eine Meinung? Ich glaube, das spielt keine Rolle. Ich glaube nicht, dass ihr den Segen von Satuaria braucht, wenn ihr in dem Satinav-Tempel etwas machen mögt. Nun gut. Dann vertraue ich hier eurer Einschätzung, denn ich denke, ihr kennt euch in dieser Sache besser aus als wir. Nun, wie gesagt, zu Satinav habe ich keine Verbindung, zu Satuaria selbstverständlich schon, aber sollte Satinav einen tieferen Bund mit der eigentlichen Herrin eingegangen sein, dann wüsste ich davon nichts. Nun gut, dann habt Dank. Und wünscht uns alles Gute. Alles Gute. Das war's schon. Ja, tatsächlich. Also gut. Alles Gute, Karjana. Euch auch. Bei dem, was ihr vorhabt. Irgendwie nickt und dann wenden wir uns auch schon wieder zum Gehen. Okay.
Ja, Ronga, was trägst du denn alles für Abelmir von eurem Schiff rüber zum Satina-Tempel? Welche verschiedensten Sachen hat Abelmir zusammengetragen? Einmal ein Schildkrötenschädel, ein Papagei, mehrere, ein oder zwei Papageienschädel, ein großes, gut präpariertes Krokodil, verschiedene Edelsteine in kleiner Menge und verschiedener Auswahl von Rosenquarz und Diamanten, 13-karätig, in einem satinaufgefälligen Schliff. Des Weiteren diesen Gwen-Petrylsand. Verschiedene Petrofakte, die wir aus dem Sumpf geborgen haben. Ein paar verwelkende Blumen. Erloschene Kerzen. Einen Totenschädel. Einen Stab aus uraltem Holz des Lebensbaums. Das ganz wichtige Artefakt, der magische Apfel, den ich von Donarion? Donatien Alrik von Tirelia. Das war der Magiergraf auf der Südmeerinsel, ne? Genau, der Magiergraf von Idas. Und da hatten wir aus diesem Observatorium hatte ich diesen Apfel geborgen, der mir bei Temporalritualen helfen soll. Ja, zusätzlich noch die Zauberkreide, Qualität F, die ich schon seit Ewigkeit mit mir rumtragen, die ich gebraucht habe. Ja, des Weiteren natürlich meine Ausrüstung, weil ich habe vor, in vollen Ornat und mit Ausrüstung die Zeitschwelle zu passieren. Nicht nackt. Nicht nackt, nein. Ja. Das ist ja schon eine ganze Menge. Ja. Ich würde das weiter noch mit dir zusätzlich sagen, ein Qualitätsrang C jetzt trinken, bevor die Nacht beginnt. Und ein Qualität D Astraltrank mitnehmen, genauso wie einen Heiltrank D mitnehmen. Ich sag's deswegen, weil sonst sollte man vorher ansagen, so zum Quatsch. Hm, klar. Wie sieht es um die Sanduhr aus? Die hast du, glaube ich. Genau. Möchtest du die haben? Damals, kurz vor Wahrung am Radrom, hattet ihr die geborgen in dem Hexenhaus, als ihr Raphim wieder getroffen hattet. Wenn genau. Du die mitbringen willst, kannst du es gerne machen, aber ich sage, das ist dein Eigentum, deswegen wollte ich darüber nicht verfügen. Selbstverständlich, aber ich würde sie dir für dieses Ritual trotzdem zur Verfügung stellen. Die Frage ist nur, möchtest du sie, weil sie ja irgendwie ein bisschen mit Heskatet assoziiert ist? Ja, ich glaube, ich sollte man vielleicht fernhalten von diesem Ritual. Das dachte ich mir auch. Ja, tust du es oder tust du es nicht? Ich frage nicht explizit danach und ja. Ja, dann bringe ich sie auch nicht mit. Aber hättest du mich gebeten, hätte ich sie natürlich mitgebracht. Ich möchte nicht, dass das scheitert. Gib dir einen Bonus von 2 Punkten, wenn du sie mitnimmst. Also Raphim fängt dich auch noch ab, der hat auch noch was für dich. Ich würde es nicht benennen. Schade, okay. Wie gesagt, ja. Ich will jetzt früh aufbrechen, den Astraltrank C trinken, dann bringt mir 3W6 ASP nochmal zurück. 3W6? Einfach nur 3W6 oder 3W6 plus 6? 3W6 ist ein C-Trank, der bringt mir 3W6 und ein D-Trank würde mir 3W6 plus 6 bringen. Also ich nehme jetzt mal den C-Trank für diese Nacht und dann schauen wir mal. Mhm. Willst du ein reversales magischen Raub oder kommst du klar? Ich komme klar, denke ich. Okay. Erstmal anzapfen, die ganzen Batterien. Ich meine, ich habe 85 ASP, kannst du alle haben. 7. Müsstest du sogar alle nehmen mit reversales magischen Raub. Fünf reichen erstmal. Und dann aber auch benutzen, sonst explodierst du. Fünf reichen die 14 erstmal. Ja, wenn dann Ronga das erstmal alles nur ablegt, Abelmir kann das dann über die Nacht verteilt, beziehungsweise dann über den ganzen Morgen dann anordnen. Du hast es dann nur von A bis B gebracht. Kannst du dann auch erkennen, wie es dieser magische Sog, der von diesem Loch ausgeht. Du folgst auch mit deinen Augen diesem verschiedenen komischen Muster, schwankst auch wieder so ein bisschen hin und her, wenn du dich dann zu sehr auf die Bodenplatten fokussierst und kannst dann so ein bisschen das Rauschen, nicht des Windes, das hast du als erstes gedacht, aber es ist eher vielmehr das Rauschen eines Flusses hören, was wohl aus diesem Loch herauskommt. Und Stimmen. Wie gesagt, ich würde mich vollständig auf dieses Ritual konzentrieren. Ich würde einen 13-zackigen Stern zeichnen über diesem Loch als Mittelpunkt. Und an diesen 13 Punkten
für die 12 Götter jeweils ein passendes Objekt platzieren und für das 13. Objekt für Satina würde ich diesen Apfel platzieren als Paraphernalia. Ja, dann ich brauche etwa für das eigentliche Ritual brauche ich etwa einen halben Tag. Heißt, ich müsste dann am nächsten Tag etwa zur Mittagsstunde, behaupte ich jetzt mal, so etwa anfangen, um das Ritual zu vollziehen. Also ich bin beschäftigt für diesen Abend und nächsten Tag wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, Ronga, du hörst das Flüstern von Stimmen. Wenn dich so ein bisschen dann hast du gerade den Zwergen, die Zwergenschädel, die gibt's ja nicht mehr. Den hatte Boltax einbehalten, aber du hast dann gerade dieses präparierte Krokodil abgelegt, was ja tatsächlich auch wohl ganz gut reinzupassen scheint. Hast du gerade abgelegt, da kannst du die Stimme von Travigo aus dem Lach hören. Sehr leise und hallend, aber Baron Travigo ist wohl in diesem Loch drin. Okay. Travigo, was machst du denn da unten? Komm hoch! Schon sehen, wie Abelmir um dieses Loch ein paar erste Striche mit der Kreide getätigt hat. Das ist noch nicht durchgängig, aber hat auch schon angedeutet, dass das irgendwie sowas wie ein Beschwörungskreis werden soll. Könntest du aber auch noch näher an das Loch herantreten. Auch der Echsenpriester ist gerade nicht hier. Verdammt, Abelmir, was macht ihr denn da? Beschwört ihr etwa Travigor? Nein, natürlich nicht. Bleib zurück, setz dich dort in die Ecke und fass nichts an. Hör nicht auf die Stimmen. Sie verwirren dich nur. Setz dich einfach dahinter und schau zu. Fass nichts an, wie gesagt. Ja. Sag, braucht ihr mich denn hier jetzt überhaupt wirklich noch? Nein. Du könntest doch mal zurückgehen und drei Gardisten holen. Drei von unseren Dukatengardisten, weißt du? Und stell sie um den Tempel herum auf, damit hier keine Störungen auftreten. Und ich sag denen auch das mit den Stimmen. Ja. Stimmen, was für Stimmen? Ich höre keine Stimmen. Rafi meinte schon so, dass ihr so etwas tut. Ja, nun geht. Geht. Ja, und viel Erfolg. Sollten wir uns nicht nochmal sehen. Wir werden uns sehen. Das verspreche ich dir. So oder so. Ja, Ronga hat jetzt mit eigenen Augen jetzt gesehen, wie schnell diese Stadt Leute doch wahnsinnig machen kann. Eilt aus dem Tempel heraus Richtung Schiff und möchte Abelmirs vielleicht letzten Befehle in die Tat umsetzen und drei Gardisten zum Tempel schicken. Du hast kurz noch das Gefühl, als du dich umdrehst, das ist nicht nur Travigor, das ist auch Kasim, der Magier. Der Gedanke, den Ronga durch den Kopf schießt, wird mit einem Schütteln verworfen und weitergelaufen. Es sind nur Stimmen. Ja. Ich darf nicht darauf hören, sonst werde ich wie Abelmir. Und das leise Geflüster von einem Elfen Mendarion. Ja, dann die Frage an die anderen. Ihr habt ja noch viel Zeit, bis das Ritual beginnt. Zulamin hatte ich eben gefragt, aber mir auch Boltax. Was möchtest du noch an diesem Tage machen? Ich würde gerne noch ein paar Besorgungen in der Stadt machen. Hier kriegt man ja vermutlich Echsenleder, oder? Viel und reichlich, ja. Auch von lebenden Echsen. Die werden dann frisch abgezogen, wenn du möchtest. Nee, das brauche ich gar nicht unbedingt. Also ich würde gerne ein Quadratmeter Echsenleder kaufen. Das ist für die Hochzeit wichtig. Feuerfestes Irian oder ist egal? Nein, kein Feuerfestes. Das muss verbrannt werden während der Hochzeitszeremonie. Und ansonsten würde ich Abelmir versuchen, zur Hand zu gehen, weil ich weiß, dass das wichtig wird für ihn. Und ja, ich würde ihn unterstützen, aber versuchen, ihn nicht zu sehr zu nerven, weil ja, ist wichtig. Okay. Rafim, was möchtest du tun? Ich möchte auch zu Abelmir gehen. Der ist vermutlich schon ganz wild, kriecht auf dem Boden herum, hat die Kreide in der einen Hand und den Plan in seinem Kopf und möchte ihn da so ein bisschen losreißen. Abelmir. Ja, was? Ich schau mal hoch von diesen Zeichen, die ich gerade auf dem Boden male. Ich habe etwas für euch. Ich denke, es wird Satinav gefallen.
Zeigt einmal her. Und ich würde aus meiner Tasche ein Amulett holen, das ich in der Vergangenheit mir besorgt habe. Also ich habe ja noch ein Rahandra-Amulett aus der Vergangenheit. Das würde ich jetzt Abel mir geben. Habe ich mir damals in der Stadt gekauft, wo wir auch schon in einer anderen Zeit waren. Ich betrachte es noch von allen Seiten, drehe es um, betrachte es von allen möglichen Ecken. Vielen Dank. Das könnte wirklich helfen. Ja, Falls wir uns nicht... Nein, wir werden uns sehen, aber... Ja, ich klopfe dir auf die Schulter. Ich drück mich so ein bisschen hoch und klopfe dir auf die Schulter rum. Das wird schon. Alles wird gut. Aber komm ich eigentlich mit oder nicht? Nein, ich fürchte nicht. Ich muss das alleine tun. Ich hätte euch gern an meiner Seite, aber nein. Das ist mein Kampf. Naja, dann gebe ich euch was mit, was ihr mir wiedergeben müsst, okay? Natürlich. Okay. Ich würde noch mal in meinen Beutel kramen und du merkst, wie ein Blatt Papier rausholt. Seht ihr? Wird mir Sulamin mal geschenkt. Das ist Miras Pfotenabdruck, als sie noch ganz klein war. Och, dann wie niedlich. Da war sie noch ganz klein, oder? Diese kleine Tatze. Oh, da war sie noch so groß wie mein Kopf. Sie bedeckt nur das Blatt irgendwie. Heute da würde das Blatt wahrscheinlich nicht mehr ausreichen. Ja, ich gebe dir das jetzt mit, aber ich brauche das natürlich zurück. Natürlich, ich falte es ganz vorsichtig und steck's ein. Und dann würde ich dich nochmal drücken zum Schluss. So, Abemir, und jetzt musst du deine komischen Linien malen. Und ich setze mich da vorne hin und gehe dir nicht mehr auf die Nerven. Ja, vielen Dank. Sehr gut. Auf jeden Fall, du kannst mir helfen. Komm hierher. Das muss noch dort angebracht werden und ich komme oben nicht an diese Kerze ran. Die muss entzündet werden. Aber nicht diese Kerze entzünden, die muss ausbleiben. Das soll die Disharmonie zwischen... Warte, wir machen uns das einfacher. Mit diesen Worten würde ich Boltak seine Hüfte fassen und ihn auf Kerzenhöhe heben. Das geht einfach. Ich zünde die Kerze auf magische Weise an. Ich würfel nur mal pro forma ein Manifesto. Und dann möchte ich aber mir nur noch bei seinen wilden Vorbereitungen beobachten, in der Hoffnung, dass wir uns wiedersehen. Okay, dann nach Rafim, Serpentilio de Lazar. Die Stadt, die Fahrt gemacht. Die ganze Zeit durch den Tempel und begutachtet irgendwelche Kreidelinien und versucht mit Salz Kreise gerade zu ziehen, wischt ihn dann doch wieder in ein Beutelchen, holt dann nochmal so mit einem Ströckchen und einem, wie man das nennt, fucking hell. Dinge, mit denen man Dinge festbindet. Faden, danke. Sorry. Ströckchen und Faden, so einen improvisierten Zirkel herbei und flucht und zieht das Ding noch einmal und mault während des Nabel mehr an, dass er so nicht arbeiten kann, wenn Roger hier die ganze Zeit durchläuft. Irgendwann wirft er die Hände in die Luft und gibt auf. Und zieht halt dann sehr sorgfältig einen perfekten Kreis mit Zauberkreide und sagt so aber mir, nun, das ist das Beste, was ich angesichts der Situation für euch tun kann. Die Geometrie dieses Tempels ist nicht defensiv, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich schau dich nur an, wie so ein Tranche schon auf U, nicke und mach einfach weiter. Ja, natürlich, jetzt ist euch egal, warum auch nicht. Ja, okay. Dann tauscht er noch dreimal sämtliche Kerzen persönlich aus. Und dann irgendwann geht er dann und lässt den Mann denn dabei sein, will er nicht, wenn das hier abgeht. Du musst nicht dabei sein. Gut. Zum Schluss würde ich nochmal an Abelmir herantreten. Abelmir, ich hatte dir das schon mal angeboten, aber du sollst wissen, dass es mir damit wirklich ernst ist. Wenn du möchtest, dass ich an deiner Seite bin, auch wenn ich es physisch nicht sein kann, so kann ich dich doch auf deiner Reise in deinen Gedanken begleiten. Ich guck dich nur an und schüttel so leicht den Kopf. Gut. Dann pass auf dich auf. Ihr wollt das also wirklich alleine tun? Ich nicke. Gut,
Dann nehmt dies. Und Zulamin zieht auch noch was aus der Tasche. Ihr Blick fällt auf das Amulett von Rafim und sie schmunzelt. Da hatten wir wohl den gleichen Gedanken. Und sie zeigt dir ein Aves-Pilgerzeichen, das ebenfalls aus Yerkesh kommt. Und meint, ich dachte mir, dass der Gott der Reisenden euch vielleicht auch auf einer Reise durch die Zeit schützen würde. Ich strecke wortlos die rechte Hand aus. Ja, Zulamin legt es in deine Hand und streicht dann an dir vorbei und geht. Ja, ich würde mir das andere Amulett um die linke Hand wickeln, um die linken Unterarm wickeln. Und das Armsamulett würde ich unter meine rechte Armschiene schieben, dass ich die Hände frei habe zum Arbeiten und zum Zaubern. Ausgezeichnet. Würde mich weiter einstimmen auf die Kraftlinien, die hier vor Ort durch diesen magischen, hochpotenten Ort strömen. Ja, du kannst ja auf alle Fälle spüren, wie die Satinav-Linien, die Ketten hier an dir vorbeiziehen, sich dann aus dem Himmel nach unten strecken, durch den Tempel hindurch wabern und dann auf der Unterseite wieder in Richtung Süden laufen. Eine Kamal-Knotenkette, eine Linie in der Zeit und im Ort. Und während du dich einstimmst, in den Kreis trittst, die Macht der Satinav-Ketten durch dich fließen lässt und sie aufnimmst, mit ihr spielst und deine Matrix mit ihr verwebst, da kannst du wieder die Geräusche hören, die aus dem Loch dringen. Das Lachen von Voltax, Weinen von Zulamin, der Schmerzensschrei von Rafim, verschiedene Zeitlinien, verschiedene Zeitketten, du kannst Jalan lachen hören. Ich probiere mich durch die Geräusche an den Ort zu erinnern, an dem ich damals fast starb. Ein Zeitpunkt an den Geruch, den ekelhaften Geruch Rassasors, an den Schmerz um mich herum, den Tod, der allgegenwärtig war. Und probiere die Zeitlinie auseinanderzuschieben und mich genau auf diesen Punkt, auf diesen Zeit und auf diesen Ort zu konzentrieren, alles andere wegzuschieben. Du erinnerst dich. Das Feld, der Gestank, der Brandgeruch. Rassasor. Du siehst das Fleisch, wie es vor dir fault. Und du spürst, wie das Amulett, was dir Zulamin eben gegeben hat, das Amulett von Aves, zerbröckelt. Du verlierst wieder so ein bisschen die Orientierung, versuchst dich festzuhalten. Merkst aber nur, dass da diese Kacheln sind. Diese Kacheln mit ihrem wirren Muster. Du musst dich konzentrieren, den Zauber aufrechterhalten. Das Ritual darf nicht gestört werden. Sie wird schwindelig. Würfel deinen Zauber. Wie gesagt, wir hatten ja schon vorher ausgeknobelt. Die Kraftlinie und die Paraphernalien geben Erleichterung. Also Kraftlinienmagie gibt mir Erleichterung von 7 bei dem Ort. Und der Ort selber und die Paraphernalien geben mir insgesamt 9. Es wird in Summe eine Erleichterung von 16 Punkten. Jetzt kommen die Erschwerung dazu. Ein Reisender mit Ausrüstung plus 7. Zeitabstand 1 Jahrzehnt, das ist dann plus 3. Und ein Jahr Zeitreisender lebt bereits, werden plus 12. Wenn plus 22, also minus 16 plus 22, gibt eine Erschwernis von 6 Punkten auf das ist Ritual. Würfel deinen Zauber.